Hey Leute, willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Ja, in Lincoln sind wir und wir suchen noch immer nach den Autoteilen an der Schule. Ja, da werden wir wohl auch bald hinkommen. Erstmal haben wir hier noch ein kleines Nest ausgehoben von Klickern und Runnern. Und hier müsste doch noch... Ah, guck mal, drei Pfeile sogar. Krass. Krass, krass, krass. Ich habe jeden einzelnen bisher wieder eingesammelt. Das macht mich ein bisschen froh, denn Pfeile sind ein seltenes Gut. Und daher umso besser, dass man sie hat. Ist hier noch was? Da noch was? Nee. Okay. This way. It's tied on the other side. What about going through here? What, the doggy door? Na, klasse. Da muss wohl Ellie ran. Be very careful. Of course. Maybe you should have given her a gun. Okay, Bill. There's more of those clicker things inside the house. Oh, shit. Das ist gefährlich. Yet. You stay down. Careful. Oh. Ganz leise. Wenn die uns hören, dann ist es vorbei. Okay. Hier noch was? Oh. Ich schieb hier alles rum, mach wahrscheinlich einen Riesenradau und die kriegen das gar nicht mit, die Viecher. Oh, da ist noch einer. Leise, leise. Ich finde es aber gut, dass die hier rumstehen und gar nichts machen. Dann ist man da einigermaßen auf der sicheren Seite. Hier noch was? Was? Savage Starlight. Oh ja. Da werden wir auch noch was erfahren darüber. Über diese Comics. Ist auch nix. Nur komisches vergilbtes Toilettenpapier. Sieht aus wie mehrmals benutzt schon. Warte mal, liegt hier hinten noch was? Ich meine, hier lag eigentlich noch was. Ich glaube, ich muss. Na komm, nimm den Kopf hoch. Wunderschön. So, könnte ich jetzt jeden Einzelnen hier drin noch ausschalten, aber ich meine, was soll's. Ah, hier ist gar nichts mehr, verdammt. Ich dachte, hier wäre was gewesen. Na gut. Nicht aufregen, einfach leise weiterschleichen. Okay, come on, let's get up. On your RV and over. Should be clear. Ja, kein Stress. Ellie, kommst du? Ja. Und hüpp. Guck mal, wie einfach das bei denen aussieht. Who the hell left this here? You got friends in town? No. Although I got some idea who might have come through here. School's on the other side of this house. Let's get inside. Come on, Ellie. Ja, ich gehe gleich. Guck mal, so ein Pool in Nierenform. Schön. Ach, natürlich, guck mal, der ganze Schuppen leergeräumt. Da ist gar nichts mehr drin. Da war wahrscheinlich mal eine Menge Werkzeug oder so. So Gartenwerkzeug. Das ist alles hier wieder zugewuchert. Nichts mehr da. Na okay. Komm, gehen wir mal rein, Ellie. Mal, die müssen hier noch drin gewohnt haben, als der Strom schon lange weg war, wenn hier überall Kerzen rumstehen. Wahrscheinlich am Anfang, als es noch nicht so gefährlich war hier. Ich meine, die haben ja erst systematisch von einem Punkt aus wahrscheinlich begonnen, diese Infektionen. Und dann das ganze Land überrannt und die ganze Welt. Schon heftig, wenn man sich das mal überlegt. Wie kann man sowas bekämpfen? Ich meine, das ist ein Pilz. Das ist eine Spore. Das geht quasi überall durch die Atemwege. Ja, jetzt stresst man nicht so. Ihr habt es ja gehört in den letzten Parts, als Joel untersucht wurde von Bill. Da reicht nur irgendwie eine kleine
Weiß nicht. Also, da muss ich nur was ausbreiten. Dass da irgendwie so ein paar Sporen anfangen, auf einem zu wachsen oder sowas. Das reicht schon. Oh, guck mal, sogar der kleine Tragekorb und das Kinderbettchen. Da hat meine Familie gelebt. Mit mehreren Kindern. Guck mal, Panda Patrol. Ah, das ist so super. Die Poster hier. Damokles. Ja, das ist eindeutig ein Jungszimmer mit den Autos hier. Hey, you got a second? Ja, komm. Ich hab Zeit. Yeah. I just want to say I'm sorry about Tess. That's it. I won't bring it up again. Ellie, you don't need to worry about me. We should go check on Bill. Okay. Ich find's süß von ihr, dass sie sich Sorgen macht. Naja, wo haben wir's? Tagebuch eines Jungen. 4. Oktober. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also, was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? 5. Oktober. Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg, zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. 6. Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie beide haben Angst. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit öfter. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen, in ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 16. Oktober. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Straßenrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen wird. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. 17. Oktober. Es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Der arme Hund. Die arme Familie. Also ich glaube nicht, dass domestizierte Hunde in die freie Natur gehören. Die können da gar nicht überleben. Oder? Ich meine, Katzen, ja, gut. Die jagen sich dann ihre Mäuse und was sie brauchen, aber Hunde? Ich meine, wir haben es ja gesehen bei The Walking Dead schon, der arme Hund, Sam, den wir dann in Staffel 2 gefunden haben mit Clem. Dem ging es auch nicht gut. Ja, mache ich gleich. Erstmal die Pfeile aufsammeln und hat ja alles Zeit, Bill, ne? Mach mal keinen Stress hier. Na gut, dann hoch damit, komm. What'd I tell you? There's that truck sticking out of the school right there. Come on. There's a bunch of them up there. Try not to make a sound. Ja, ja, das sagst du mir, der du da rumstampfst wie so ein Berserker. Und dabei schnaufst wie so ein Rindvieh. Oh oh. Ich kann euch alle erwischen, warte. Da sollte ich nicht schleichen, das wird nämlich dann zum kleinen Problemchen werden. Warte, warte, warte. So, schlafen. Schlafen! Ruhig, ruhig, ruhig. Ganz ruhig. Ich höre noch einen hinter dem Bus. Na komm. Es sind zwei. Da unten ist einer. Komm, bleib mal kurz stehen. Ein bisschen rumröcheln oder was ihr da auch immer macht. Ach Mann. Ich kann die Sehne nicht so lange halten, dann fängt er an zu zittern. Na, seht ihr? Er zittert schon. Na,
Alter, was stehen jetzt, Kerle? Ich kann nicht einfach auf gut Glück jetzt schießen, das geht nicht. Das geht doch nicht. Ach Mann. Aha, der Meister. Der Meisterschütze. Vorsicht. Ich glaube, auch wenn ich zu weit von oben runterspringe, dann hören die das auch, die Viecher. Ja, das sage ich absichtlich, die Viecher. Die darf man nicht vermenschlichen. Das Hirn ist komplett vom Pilz übernommen. Na, meine Hübsche. Ja, so geht's. Wo ist denn der? Da. Komm mal, die kann man alle noch nehmen. Das finde ich gut. Obwohl der Kopfknochen eigentlich schon nicht so weich sein dürfte. Die Pfeile müssten da schon gleich gut zu splittern, schätze ich, oder? Der Schädelknochen, nicht der Kopfknochen. Das hört sich irgendwie... Oh oh, voll auf den Kopfknochen. Schnauze. Oh, Bill, was machst du schon wieder? Nein, nein, nein. Oh, ich wollte meine Stange jetzt nicht. Ja, ja, ich bin dabei. Und bam. Oh, den Stein will ich mir aufheben. Toll. So ein massives Metallrohr zerbricht einfach mal. Das will ich sehen. Auch mal eine schöne Waffe. Mann, ey. Weil die eine jetzt Stress gemacht hat hier. Okay, ich habe hier noch meinen Colt und meine Pistole und alles. Ellie, run! Run! Ah, ah. Ah, schieß doch! Oh. Du lässt Ellie ruhig. Ey, 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 ey! Und bam, bam! Oh, Joel der Berserker! Oh, oh, sorry. Komm hier. Mit dem Gesicht. Oh. Well, that was easier than I thought it'd be. They must be holed up somewhere else. Well, let's not test our luck. How do we get inside? Someone left a ladder on the bus. Here, get me up there and I'll drop it to you. Alles klar. Machen wir doch, Ellie. Ja, die sind ein gutes Trio, die drei. Ellie schmeißt wie eine Eins, Joel ist der Faustmensch und, ja, Bill, der hat Munition. Nicht so wie wir. Ja, immerhin hat er mal was Nettes gesagt. Da muss man das auch mal sehen. Na gut. Alles klar. Komm, dann spring mal, Mädchen. Ne? Ihr macht's euch alle so schwer. Guck mal, da kommen doch hier schön noch eine Zwischenstation. Oh-oh. Ja, ja. Ja, da haben wir's wieder. Den weisen Spruch mit den Zäunen. Das sollte man wirklich hier beachten. Ja, ja. Ja, ja. That's not gonna hold. We'll make it fast. Grab this. Please tell me you're done. It's empty. What? Fucking empty. Guys. Bill, where to? Bill, where? Anywhere but here. You made the hall ass. Come on. Broken through! Oh, kacke. Oh
Und weiter geht's. We'll sneak out the back. You two, follow me. I'll get us out of here. Be my guest. Das ist ein toller Plan, Joel. Was? Wie denn? Bill, was? Was soll denn das? Oh Mann. Ja, ich bin dabei. Get back! Gott. Gott. Oh, ich hoffe, I bet we can cut through those classrooms. Ja, der Klicker ist tot. Ach du Kacke, Mann. Muss es hier denn immer mit Randale gehen, Joel? Bill, du warst es eigentlich. Du hast den alarmiert. Ich hab den Klicker super sauber abgeschossen mit dem Bogen, ja? Will ich mal hier so sagen. Nee, jetzt ernsthaft. Man kann, glaube ich... Also, ne? Auch hier Bill und Ellie können die alarmieren, nicht nur ich. Oh, der Pfeil ist 1A. Nimm... Ich wollte schon sagen, jetzt verschwindet der. Oder? Ich will aber den Pfeil. Ist der kaputt oder ist der noch gut? Der scheint kaputt zu sein, Mann. Guck mal, der sieht noch gut aus. Jetzt verschwindet er wieder. Ach, ist egal. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Was zum Werfen habe ich noch? Gut. Kann ich da noch was herstellen? Ein bisschen Alkohol fehlt mir noch für einen Molotow. Mist. Einen Molotow hätte ich schon noch gerne. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Sag mal, du stapfst da wie so ein... Ich kann dich hier 10 Meter bei Sturm hören. Hallo, bist du laut? Ist nicht gut. Oh nein. Gotta get past those guys. Oh ne. Stirb. Ja, ich hab ihn auch. Oh ne. Lass. Bill in Ruhe. Der lenkt die gut ab, weil er so laut stampft. Ne, Dickerchen. Ach man, der Pfeil ist auch futsch. Ja. Super. 5 Pfeile nur noch. Das ist ein bisschen wenig, wenn ihr mich fragt. Und kein Alkohol. Ja, nicht zum Trinken, sondern zum Basteln. Hier vielleicht noch was. Ach, Kacke. Es wird schwierig ohne Molotow, schätze ich. Ach, na klar. Sind das 3 Klicker oder... Nee, das sind Klicker, oder? Nee, das sind Runner. Oh, nee. Oh, nein, nein. Alter. Weg, weg, weg. Komm mit, Bill. Oder auch nicht. Ja, ja, ja. Hol doch gleich die Schrot. Alter. Ich komme nicht durch. Nein, nein, nein. Und bam. Ah, Kacke. Guck mal, das heilt so gut wie gar nichts. Warum haben die mich gesehen? Ich meine, gut, ich habe vor ihnen gestanden, aber die haben nicht so einen hohen Sichtradius. Dachte ich. Außerdem hatte ich das Licht aus. Wo ist denn mein Pfeil? Der ist wahrscheinlich jetzt auch weg, ne? Natürlich ist der Pfeil weg. Oh Mann. Kein Pfeil für mich. Help me open this. Alright, ready? Ja, komm. Come on. More on the way. Barricade the doors. This ain't gonna hold up for long. That don't sound good. Oh, das ist auch nicht gut. Oh, no. What the fuck is that? Ein Floater. I got this. Mal die Lampe aus, komm, ist scheißegal jetzt. Au. Oh, he's just throwing it!
Nein. Oh, hier, schön. Oh. Kommt doch mal da weg, ihr beiden. Das ist gefährlich. Der schmeißt da Dreck rum. Warum explodiert das Teil nicht, ne? Wow. Lauf doch mal da durch, Dickerchen. Komm mal her. Ja, komm mal her. Komm. Fein. Sag mal, will der mich gerade verkohlen? Ah, oh, und ich treffe nicht. Oh. Nicht noch mehr Dreck nach mir, bitte. Das macht man nicht. Komm, hier. Hol's dir. Kommt her, ihr beiden. Der soll da durchlaufen. Oh, nö. Das ist aber auch so unpraktisch mit den Granaten, dass der da nicht durchlaufen will. Das ist so ekelhaft. Ja, ja, schmeißt du da einen Sporendreck. Spätestens da müssten sie es doch einatmen, oder? Nein! Ach, Joel, was machst du denn? Du sollst dich nicht hinknien. Nein, das ist scheiße. Ja. Bibi-Baba-Baba. Oh nein. Er wirft wieder. Oh, dieser Blöde. Ich bin ja schon da. Hier. Chris. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ihr müsst auch mal ein bisschen weggehen, ihr beiden. Hier, der wird voll getroffen. Super. Oh, nee. Ich hoffe, du meinst damit ich den Bloater. Oh, schön. 6 Schuss. Ja. He's been infected for a long time. We call him bloaters. Bloater. Okay, got it. I hate to interrupt your little biology lesson, but can we get the fuck out of here, please? Das war übrigens die die Spätentwicklungsstufe. Give me a boost, Joel. Ja, ja, mach doch mal langsam. Ist hier nicht noch was? Habe ich, glaube ich, damals an derselben Stelle auch gedacht, aber da war nichts mehr. Na gut. Oh. Bisschen Alkohol wäre nett. Bisschen Verbandsmaterial, alles. Oh, ich sehe es. Na komm, hol mich. Na kommt. Chris, die Faust. Ich wollte eigentlich die Flasche geben, aber... Ich wollte die Flasche geben, genau. Oh, furchtbar. Na gut, Leute, ich werde hier nochmal ein Päuschen machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen, für die Likes, für die Kommentare. Wäre super, wenn ihr dann nächstes Mal wieder mit einschaltet, wenn es heißt The Last of Us Remastered.